Der nächste Beitrag kommt aus Wörth bei St. Pölten. Hier findet die MAWEF-Show statt, eine Ausstellung von über ca. 300 Ausstellern, die Baumaschinen, Kräne, LKWs und Ähnliches präsentieren. Eine echte tolle Veranstaltung. Gehen Sie mit mir durch die Messestände. Wir sind nun am Stand der Firma Can, dem neuen Importeur der Marke Tatra. Hier sind die echten Baustellenkönige zu Hause. Einzelradaufhängung, Zentralrohrrahmen und Sperren in allen Achsen wird hier angesagt. Der Tatra hat überall seine Berechtigung, wo es ins Gelände geht, wo es abseits befestigter Straßen gilt, Aufgaben zu erfüllen. Da passt der Tatra hin, da fährt er weiter als jeder andere LKW. Und natürlich passt er auch in den Kommunalbereich, passt er auch für Feuerwehrfahrzeuge und solche Einsätze. Gerade bei Einsatzkräften oder bei Feuerwehren ist der Wechselaufbau sehr wichtig, um auch Fahrzeuge einzusparen. Können Sie in dieser Materie mithalten? Ja, natürlich passen auch Wechselaufbauten auf unsere Tatra-Fahrgestelle. Gerade in Verbindung dann noch mit gelenkten, letzten angetriebenen Achsen bekommt das Fahrzeug da besondere Bedeutung, weil es entsprechend wendiger wird. Die Can-Gruppe vertreibt Tatra exklusiv in Österreich, in Bayern und in Südtirol. Wir haben sowohl in Bayern eine ganze Reihe von Standorten, als auch hier in Österreich in Stans, in Tirol, das auch Südtirol mitbetreut. Und dann in Salzburg natürlich die Zentrale und ganz neu jetzt in Wels am Westring 26, wo wir nächste Woche eröffnen. Can ist ja traditionell einer der größten DAF-Händler europaweit und von daher haben wir eigentlich unsere Wurzeln, muss man sagen. Und das Allradsegment ist dazugekommen. Wir machen ja schon seit 45 Jahren DAF und jetzt eben seit 3 Jahren Tatra. Das war unser Besuch am Stand der Firma Can bei Tatra. Speziell im Feuerwehrwesen und im Baugewerbe zieht sich der Mitbewerber bereits warm an. Wenn es um Baustellenfahrzeuge geht, ist natürlich auch MAN dabei. In der mittleren Klasse kommt die Allradtechnik aus Österreich und MAN ist einer jener Firmen, die in Österreich im Baugewerbe besonders stark mit den Schwerlastern, mit den 8x8 und 8x4 Fahrzeugen vertreten ist. Unsere Autos haben alle einen geschlossenen Partikelfilter. Der wirkt wie eine Staubsaugerpatrone und filtert den Feinstaub aus der Luft praktisch heraus. Das heißt, tatsächlich in einem belasteten Stadtgebiet ist die angesaugte Luft nicht so sauber wie das, was hinten am Auspuff rauskommt. Also man braucht keinerlei Vorkenntnis, wie man Allrad richtig bedient oder etwas. Das geht völlig vollautomatisch. Das schaltet sich selber ein, wenn er Bedarf hat an zusätzlichen Vorderradantrieb und schaltet sich auch wieder aus. Das ist sehr, sehr komfortabel, wird sehr gut angenommen. Es ist halt die einzige Einschränkung, ins schwere Gelände kann man nicht, weil die Bodenfreiheiten nicht gegeben sind. Aber gerade auf der Straße ist es auch wichtig, dass die Fahrzeuge tiefe Schwerpunkte haben und damit auch sicher sind. Herr Schaden, Platz schaffen bei Baustellen oder im Gewerbe oder Industrie ist ein Problem. Mit Continex schaffen Sie den Platz für Ihre Kunden? Wir Continex sind ja Europas führender Hersteller für containermobile Raumsysteme. Das ist unser tägliches Brot, kurzfristig Platz zu schaffen, von der Bauindustrie über den kommunalen Bereich, über Veranstaltungen. Die komplette Bandbreite ist unser Tagesgeschäft. Wir sind sehr stark in Österreich vertreten, wir beliefern zwar ganz Europa, aber als Heimmarkt ist es natürlich für uns besonders wichtig, hier entsprechende Präsenz zu zeigen und auch die namhaften Firmen in Österreich als Kunden unser eigen nennen zu dürfen. Unsere größten Kundengruppen ist natürlich die Bauindustrie. Aber neben Industrie, Handlung, Gewerbe und kommunaler Bereich ist auch der Hilfs- und Katastropheneinsatz ein wichtiger Part, wo wir unterstützend tätig sind. Neben unseren bewährten Produkten, den Büro- und Sanitärcontainern, stellen wir erstmalig den Terrassencontainer und den Treppencontainer aus. Dieser dient zur Erweiterung und Abrundung der Containeranlagen und wird mittlerweile schon sehr gut von den Kunden angenommen. Herr Bortner, wir stehen hier bei Atlas Copco Pumpen. Wohin pumpen Sie Ihre Kraft hier auf der MAWEF Show? Ja, hier auf der MAWEF Show pumpen wir unsere Kraft in die Bauindustrie mit unseren Kreiselpumpen, mit unseren dieselbetriebenen Pumpen und mit unseren motorbetriebenen Pumpen. Wir haben hier den neuen E-Kompressor. Das ist eine Neuigkeit, die wir erst kommendes Jahr im Mai in den Markt bringen und auch unsere neue Serie 138. Was haben Sie an die Armee geliefert?
Generatoren, Stromaggregate und auch unsere Cobra Kombi, unser dieselbetriebener Hammer. Hinter uns, hinter Ihnen stehen jetzt zwei Kompressoren. Welche besonderen Highlights haben diese beiden? Ja, ich fange natürlich an mit meinem Verraderpferd. Ja, das ist der Elektrokompressor. Wir sind vielleicht nicht die Erste am Markt mit diesem Elektrokompressor, aber wir sind doch sicherlich innovativ damit sehr gut unterwegs. Das ist ein Kompressor mit Bauer Electronics. Und dazu haben wir noch einen Highspeed-Motor, der dreht ohne Lager. Im Deutsch ist das, glaube ich, Lager. Ja, und das ist super. Ja, und diese Bauelektronik ist wassergekühlt. Und damit haben wir wirklich einen Schritt genommen, wo wir sagen, ja, mal gucken, wie dann noch am nächsten kommt. Das heißt, ein kleineres Nutzfahrzeug kann diesen Kompressor ohne weiteres mitschleppen? Genau, und ein jeder Fahrer kann das. Und das ist auch mal wichtig, dass man keinen speziell ausgebildeten Fahrer braucht. Keine Baumaschinenausstellung ohne der Firma Felbermayr. Ein neues Fahrzeug steht hinter uns, die sogenannte Saugtechnik auf einem Volvo LKW. Was kann dieser Saugbagger oder was kann diese Saugtechnik? Ja, mit dem Saugbagger machen wir Dachabsaugungen, Bauschuttabsaugungen im Tiefbau wieder verwendet zum Freilegen von Leitungen, wo Gefahr besteht, dass Leitungen beschädigt werden, wird mittels Absaugung das ganz sicher durchgeführt. Ja. Ja, das ist eine besondere Arbeitsbühne, also mit einer Arbeitshöhe von maximal 90 Metern. Die kommt zum Einsatz auf Windkraftbaustellen, also zur Wartung von Windkraftanlagen und in der Industrie. Wenn sich heute jemand von der Höhe in die Tiefe stürzen will, sind Sie mit einem Kran auch vertreten? Ja, wir sind hier mit einem LTM 1350, also der hat eine maximale Traglast von 350 Tonnen. Und für wagemutige Adrenalin-Junkies besteht die Möglichkeit, also sich da aus einem Arbeitskorb aus 140 Metern Höhe in die Tiefe zu stürzen. Auch bei Felbermayr schwört man zwischenzeitlich auf nordische Marken wie Scania und Volvo. Das war unser Besuch bei Felbermayr auf der MAWEF. Wir gehen nun weiter nach Wels, direkt zum Unternehmen Felbermayr, Abteilung Schwertrans. Herr Schellere, wir stehen vor einem großen Sechsachskran. Kräne bei Felbermayr und Baufirma bei Felbermayr, ist das sensibel oder passt das gut zusammen? Ja, das ist manchmal ein sensibles Thema und es gibt schon Baufirmen, die uns dadurch in der Transport- und Hebetechnik nicht unbedingt forcieren, aber im Laufe der Zeit ist man schon drauf gekommen, dass die Leistung, die Felbermayr am Kransektor bringt und immerhin einer der Marktführer ist, für viele teilweise unverzichtbar ist. Grundsätzlich bedienen wir die drei Verkehrswege, Straße, Schiene und Wasser. Und limitiert sind die Transportgewichte auf der Straße in erster Linie durch die Genehmigungen und durch die Infrastruktur. Die Technik ist mittlerweile so weit, dass wir mehrere tausend Tonnen transportieren könnten. Aber wie gesagt, die Infrastruktur verhindert das. So ganz große Transporte werden meistens dann im Vorlauf zu unseren Häfen aufs Binnenschiff dann umgeschlagen. Wir hoffen natürlich, dass wir die bestmögliche Qualität liefern und unser Anspruch ist einfach hier in Österreich einer der Marktführer zu sein und ich glaube, dass wir mittlerweile in Europa unter die ersten 10 platziert sind.